Da sind wir wieder. Der Wolf ist wieder mal beim Fischerdorf. In dieser Reihe sind wir wirklich sehr oft, in diesen letzten Runden sehr oft hier gespawnt in der Nähe. Fischerdorf ist Fischerdorf, ja? Dieses Mal. Ja, was denkt ihr? Erstmal Panzerbatterien. Wir gehen nicht wieder direkt ins Fischerdorf. Ich glaube, wir warten ab, bis jemand herkommt. Wir pingen aber gleich natürlich, um zu wissen, wo hier jemand ist. Aber der Wolf, ihr wisst es, er schleicht durch den Wald. Beide Kommstationen wurden aktiviert, oder zwei. Zwei von drei, nicht beide. Klingt so, als gäbe es nur zwei. Aber ich glaube, jetzt sind alle einmal aktiviert worden, ne? Ich glaube, ja. Hier oben am Weg. Keine so gute Position für mich. Der Ping war neben dem Weg. Der ist weiter. Der ist nicht in meine Richtung gelaufen, ich hätte es gehört. Ich ping trotzdem nochmal direkt. Das ist ein Looter. Hey. Ich hab's gesehen. Ja, alles gut. Hey. Der Wolf von Saarbruck ist keine Killermaschine. Ja, alles klar. Ja. Gehen wir da lang. Looten wir das Fischerdorf. Come on. Machen wir es gemeinsam. Badam. Geil. Guck mal, zwei Pings dafür gebraucht, um jemanden zu entdecken, der nicht entdeckt werden wollte. Gut, ich glaube, ja, wir hätten einfach direkt ins Fischerdorf gehen sollen. Gut, jetzt sind wir da. Was nicht heißt, dass nicht auch jemand hier von der anderen Seite kommen könnte. Oder vielleicht auch schon da ist. Wir müssen aufpassen. Hier klingelt Telefon. Da gehen wir jetzt ran. Oh, da oben im Wald. Weit weg. Der kann ruhig kommen. Aber ja, der friedliche Außenseiter ist nicht mitgekommen, obwohl er hier auch hergezeigt hat. Manchmal wollen die auch einfach in Ruhe looten ohne. Oh. Oh, da ist aber jetzt die Strahlgranate gefetzt. Wir haben hier feindlichen Kontakt. Äh.
Aha. Vorsicht, hier ist noch jemand. Ja, hey, ist okay, aber was ist hier gefetzt? Jemand hat hier Strahlengranate gefetzt. Oder täusche ich mich? Oder war das nur eine Rauchgranate? Ich sehe auch keine Glühwürmchen. Hä? Aber irgendwas kam doch da gerade geflogen. Was hat denn da so gepufft? Hallo? Ist hier irgendjemand? Ich ist ja nicht mal hier sind keine Raben. Hier ist niemand. Hä? Hier sind auch keine Glühwürmchen. Hä? Was hat denn hier so dann dafür gesorgt, dass hier so ein Puff war? Ah doch, hier ist eine Strange. Guck! Hier sind die Glühwürmchen. Hey, wir haben hier ein Problem, glaube ich. Wer hat die Strahlengranate geworfen? Ey, Mysterium. Ein Mysterium, ehrlich. Jetzt ist hier alles verstrahlt, aber ich weiß nicht von wem. Und woher? Mist. Oh nein, hier ist Strahlung. Was cool, wir looten hier gemeinsam ein bisschen. Das ist cool, das macht Spaß. Er hat inzwischen auch eine Pistole in der Hand, aber ich glaube nicht, dass er die gegen mich einsetzen wird. Sie. Sie ist ja, nicht er, sondern sie. Hello. Du bist es. Yeah. Wir sind am Start. Okay. Aber was machen wir jetzt? Jetzt laufen wir nochmal hoch, oder? Weil hier ist alles gelootet. Was macht eigentlich mein Telefonduell? Er geht oben raus. Jemand ist hier. Da gehen wir jetzt auch hin. Ich habe noch Bock auf Action. Mach's gut, ne? Unbekannter friedlicher Außenseiter, und pass auf. Also ich wette, jemand hat die Strahlengranate geworfen. Und erinnert euch vor ein paar Runden mit dem Wolf, dass ich auch schon mal das Fischerdorf gelootet habe. Komplett, während die ganze Zeit jemand oben am Exit saß. Und da kamen auch keine Raben. Ich wette, es ist wieder so ein Fall. Irgendjemand campt da so ganz extrem und hat die Strahlengranate geschmissen, aber mehr macht der auch nicht. Das ist so. Die warten ab. Deswegen, ich hau da ab. Ich habe ihn nicht entdecken können. Aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass da noch irgendwo jemand im Busch ist. Genau. Ja, wie ist es mit dem Tresor? Wurde der geknackt? Ich habe keine Ahnung. Wo landet der Airdrop? Hier oben, wo Telefon ist, okay. Und hier war gerade auch jemand. Also es könnte sein, dass wir hier nochmal auf einen Außenseiter treffen. Jo. Wir sind hier nicht alleine. Hm, spannend. Wo ist der Gegner? Er könnte überall sein. Überall in diesem Gebiet hier am Exit. Oh, er ist im Safehouse. Da rennt er. Okay.
voll drauf. Ich sehe leider so schlecht. Überall ist was im Weg. Ach, die Strandgranate ist auch nicht so gut gefallen. Oder ist das Safehouse denn betroffen? Von der Strahlung? Ich sehe es gerade nicht so richtig. Jetzt richtig Action hier. Er ist in der hinteren Ecke von der Hütte. Ja. Boah, wir haben ihn. Geil. Stark. Waren hier noch mehr? Ja, keine Ahnung, aber Telefon ist auch noch da. Nicht, dass das Telefon mir jetzt die Runde versaut. Oh, es könnte auch friedlicher Außenseiter sein. Wisst ihr, was ich meine? Aber es könnte auch Telefon sein. Okay, check, check, check. Was ist eigentlich mit Airdrop? Ist der schon gelandet? Kommt der noch? Was ist hier eigentlich los? Telefon ist es nicht. Vielleicht war es friedlicher Außenseiter? Vielleicht ist er mir aus dem Fischerdorf gefolgt? Oh Mann, hätte ich mal auf den Detektor besser geachtet, ob da noch jemand in der Nähe ist. Okay, es wird jetzt langsam ernst. Wir haben auf jeden Fall genug Benzin, um hier gleich abzuhauen. Wir haben 2 Jod, um das hier alles noch auszusitzen. Ja. Und wir brauchen mal eben kurz einen Überblick. Deswegen, wir gehen mal aufs Dach. Checken aber ganz vorher nochmal die Map ganz schnell. Telefon geht hoch. Alles klar. Telefon ist keine Bedrohung für uns. Da hinten. Das ist friedlicher Außenseiter. Er war's. Ich könnte ihn jetzt so wegholen. So mies, oder? Hey. Ich glaube, ich hätte ihn schon. Oh mein Gott. Da ist noch jemand. Oh mein Gott, da ist noch jemand. Hat er auf mich geschossen? Wir nehmen jetzt erstmal gleich einen Jod. Ey, da ist noch jemand, oder? Oder was war? Oder hat friedlicher Außenseiter? Nee. Die Kugel hat man gefühlt. Die Fetze in meine Richtung. Oder? Ja, wir müssen da jetzt hin, leider. Wir müssen jetzt gucken. Wenn jetzt nochmal Raben kommen, wissen wir ja, dass da immer noch jemand ist. Ich glaube nicht, dass er nochmal geschossen hat. Ich glaube nicht. Und? Nee, hier ist niemand mehr. Okay. Wo ist das Safe House im Moment? Das ist hier gleich links. Hier. Ist doch alles da, geil. Okay, raus, raus, raus. Ey, stark, dass wir friedlichen Außenseiter hier noch gesehen haben, wie er die Map verlassen hat. Genial. Und er hat sogar aufgeschlossen für mich. Wir bleiben kurz in Bewegung. Wow, das war's aber geil. Gute Runde. Mit dem freundlichen Außenseiter top. Hatte so ein bisschen Befürchtung, dass er mir vielleicht den Tresor abgezogen hat, weil er sich gedacht hat, vielleicht gucke ich da auch nochmal rein. Aber nein, nein. War noch alles da. Sehr gut. Mhm.
Jo, coole Runde. Nur Airdrop irgendwie. Den Airdrop habe ich gar nicht mitbekommen. Ist der überhaupt gelandet, diese Runde? Keine Ahnung. Manchmal kriegt man einfach ein paar Sachen nicht mit. Gut, aber trotzdem, auch ohne Airdrop, eine schöne Runde. Und vor allen Dingen immer schön mit friedlichen Außenseitern irgendwie auch zusammen zu spielen. Das ist schon ganz nice. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, alles Gute. Euer Jan Jugo. Ciao, ciao.